Dunkle Materie, das wohl größte Rätsel der Physik. Irgendetwas Dunkles muss es da draußen geben, aber experimentell konnte die dunkle Materie bisher nicht bewiesen werden. Am Kernforschungszentrum CERN hofft man täglich auf eine bahnbrechende Entdeckung. Jetzt hat die Physik der dunklen Materie einen Tag gewidmet, den Tag der dunklen Materie am 31. Oktober, Halloween. Wie dunkle Materie jeden von uns auf Schritt und Tritt begleitet, wie gefährlich sie wirklich ist und viele Facts mehr zu dem vielleicht spannendsten Rätsel der Wissenschaft, jetzt in Klicks und Science and Fiction. Herzlich willkommen. Halloween wird jetzt noch unheimlicher. Teilchenphysiker und Physikerinnen weltweit haben sich im Netzwerk interactions.org zusammengetan und den Tag der dunklen Materie auf Ende Oktober gelegt. Der Grund: In diesem Zeitraum werden in vielen Ländern gruselige, unheimliche Feste gefeiert, bei denen es um Geister und Übernatürliches geht, wie Halloween. Wie passend. Jetzt wird daran erinnert, dass das Universum zum größten Teil dunkel und unheimlich ist. Dunkle Materie macht etwa 85% der Materie unseres ganzen Universums aus. Sie beeinflusst wohl die Ausbreitung von Lichtstrahlen und auch die Rotation von Galaxien. Teilchenphysiker und Physikerinnen vermuten, dass dunkle Materie aus Elementarteilchen besteht, die bislang noch unentdeckt sind. Und die Suche danach läuft auf Hochtouren. Wir haben hier ja schon beispielsweise öfter über die großen Experimente an gigantischen Teilchenbeschleunigern wie dem Large Hadron Collider am Genfer CERN berichtet, um die verborgenen Teilchen der dunklen Materie aufzuspüren. Sie endlich zu entdecken und sie experimentell zu beweisen, das wäre wirklich eine riesige Sensation, dass sie existieren muss. Davon sind Physikerinnen und Physiker überzeugt, denn das zeigen zum Beispiel Berechnungen der Rotationsgeschwindigkeiten von Galaxien oder Gravitationseffekte im Weltall. Ja, vieles, was wir im Universum beobachten, lässt sich nicht mit der bislang bekannten Materie erklären. Ein Beispiel dazu: Licht wird sehr viel stärker abgelenkt, wenn es an Galaxien vorbeifliegt, als man es erwarten würde. Es muss also etwas geben, das das Licht anzieht. Dunkle Materie eben. Nach gängigen Erklärmodellen müssten Sterne dagegen eigentlich aus ihren Galaxien herausgeschleudert werden, weil sie sich so schnell bewegen. Forschungsteams weltweit vermuten, dass dunkle Materie sie quasi festhält. Manchmal wird sie auch als eine Art Klebstoff bezeichnet, der Galaxien zusammenhält. Der Teilchenbeschleuniger LHC am CERN ahmt die Bedingungen kurz nach dem Urknall nach. Mit beinahe Lichtgeschwindigkeit werden zwei Protonenstrahlen in entgegengesetzter Richtung aufeinander gejagt. Wenn sie aufeinandertreffen, wird Kollisionsenergie frei. Ihre Energiedichte ist gigantisch. Die dadurch entstandene Materie könnte unbekannte Teilchen enthalten, so die Hoffnung der Forschungsteams. Die Idee dahinter ist ganz einfach. Die Energie, die bei der Protonenkollision entsteht, muss derjenigen Energie entsprechen, die anfangs reingesteckt wurde. Und das ist messbar. Messbar genauso wie die bekannten Teilchen. Heißt also im Umkehrschluss, wenn alle bekannten Teilchen gemessen wurden und Energie fehlt, ließe dies auf ein unsichtbares Teilchen eben der dunklen Materie schließen. Erst wenn wir die dunkle Materie verstehen, können wir vielleicht besser verstehen, wie das Universum entstanden ist und sich entwickelt hat. Ihre Entdeckung wäre wirklich eine riesige Sensation, vergleichbar mit der Entdeckung der Gravitationswellen. Ach, noch viel größer. Zudem begleitet dunkle Materie jeden von uns, so vermuten Physikerinnen und Physiker, auch wenn wir es nicht merken, denn sie ist quasi überall, in jedem Zimmer dieser Welt, auch hier, wenn auch nur in einer sehr geringen Menge. Es gibt Schätzungen, nach denen ihre Menge ungefähr der Masse eines einzelnen Protons pro Kubikmeter entspricht. Also hier wären vielleicht ein Dutzend. Aber wie gefährlich kann uns die dunkle Materie werden? Ihr kennt alle diese katastrophalen Szenarien, in denen schwarze Löcher die Erde verschlucken. Aber die CERN-Forschungsteams sind sich ganz sicher, dass das mehr als abwegig ist. Falls durch Teilchenbeschleuniger schwarze Löcher entstehen würden, würden sie in Bruchteilen von Nanosekunden zerfallen und hätten zudem weniger Anziehungskraft als ein Billionstel eines Staubkorns. Aber das bringt uns noch auf eine weitere These. Besteht die dunkle Materie vielleicht aus schwarzen Löchern? Das Video dazu gibt es hier. Und wenn ihr kein Video zum Thema und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den, genau, auf die Glocke, denn nur dann verpasst ihr auch kein Video. Und ansonsten bis dann. Bleibt dran.